Allesnetz-Podcast. Wissenswertes über IoT, Connected Cars und Smart Mobility. Hallo und herzlich willkommen beim Allesnetz-Podcast. Heute mit der Folge 23 und mit dem spannenden Thema des digitalen Bahnhofs. LoRaWAN hatten wir auch schon mal in diesem Podcast. IoT, also Eclipse IoT, die Wolke, haben wir mit dem Alexander Schmidt in der letzten Folge besprochen und heute, ja, die Kollegin von Alexander, die Olga Willner, stellt uns ein sehr spannendes Projekt vor. Es geht eben um die Bahnhöfe und alles Mögliche, was man mit IoT, ja, jetzt mit dem Netz verbinden kann. Hallo Olga. Ja, hallo Leonid, ich bin Olga. Ich bin Projektleiterin für Internet of Things Technologien bei der Deutschen Bahn im Geschäftsfeld Personenbahnhöfe und würde halt gerne berichten, was wir alles so zum Thema digitaler Bahnhof aktuell bei uns machen und was wir für die Zukunft planen. Also ich finde ein sehr spannendes Thema und der Alexander hat das so ein bisschen durchsickern lassen, was dir so Spannendes macht in die Richtung und ich finde, das ist halt, also baut gut auf den Grundlagen auf, die wir schon mal im Podcast besprochen haben. Und vielleicht, also grundsätzlich, wie kommt ihr darauf? Also ihr macht jetzt ziemlich coole Sachen, aber irgendjemand hat gesagt, geil, also wir müssen da so ein bisschen, also Bahn steht ja nicht immer für fortschrittliche, hochmoderne Technik, sondern eher für ein bisschen konservativ und auf Sicherheit gerichtet und auf Dauer. Und jetzt macht ihr hier so IoT. Ja, Sicherheit ist für uns natürlich weiterhin extrem wichtig. Aber daneben sind natürlich auch Technologien relevant, um A, dem Kunden eben ein besseres Erlebnis zu vermitteln und B, auch unsere Prozesse zu optimieren und eben auf größere Effizienzen und mehr Qualität hinzuarbeiten. Und wir haben bei uns im Geschäftsfeld Personenbahnhöfe das sehr große Glück, dass wir eben einen sehr innovativen und ich sag mal sehr technologieaffinen CIO haben, der eigentlich von Anfang an Themen wie LoRaWAN, als sie noch ganz neu, ganz frisch waren, als sie noch fast niemand kannte, massiv getrieben hat. Und das hat uns auch ermöglicht, dass wir als Deutsche Bahn das allererste LoRa-Gateway in Berlin hatten. Oben bei uns auf dem Hauptbahnhof hängt das. Und ja, also das funkt jetzt dort seit anderthalb Jahren und ist in der TTN-Community, The Things-Community, angemeldet. Und damit versuchen wir eben zum einen, oder haben wir versucht, LoRa als Technologie besser kennenzulernen. Und zum anderen wollen wir eben damit auch zu Smart City Projekten in Berlin grundsätzlich beitragen, indem wir eben diese Übertragungstechnologie auch der Community für Smart City Projekte für diverse Anwendungen zur Verfügung stellen. Okay. Und ja, und ich persönlich, also ich bin sowieso, ich sag mal, aus einem sehr technologie- und forschungsnahen Umfeld. Bevor ich zur Bahn kam, war ich zum einen zur Promotion an der ETH Zürich gewesen und danach noch zum Postdoc nach der Promotion am MIT, wo ich eben auch viel mit Google zusammengearbeitet habe. Also liegen mir auch diese innovativen Themen sehr. Okay. Und ich bin wirklich froh, dass wir eben an der Bahn an diesen Themen weiterarbeiten und damit eben versuchen, das Erlebnis an den Bahnhöfen immer weiter zu verbessern. Ja, das stimmt. Also ich finde, also das Gute ist, ihr seid ja mit Bahn-IT nicht in dem Bereich, wo alles sicherheitskritisch ist. Und da könnt ihr euch ein bisschen leisten, auch Innovation vermutlich voranzutreiben. Was ich echt cool finde, also wenn man sich so die Bahnhöfe anschaut, denkt man, das hat sich ja nie verändert. Aber jetzt da was Neues reinzubringen, finde ich cool. Aber zum Thema LoRaWAN oder LoRa, wieso habt ihr euch genau dafür entschieden? War das, weil die Community bereits in Berlin das irgendwie auf die Beine gestellt hat oder grundsätzlich in Deutschland? Was war der Grund für diese Technologie und nicht für Sigfox oder WLAN oder sonst irgendwas? Wir hatten davor schon allererste IoT-Anwendungen, bevor überhaupt LoRa eigentlich so wirklich spruchreif in Deutschland war. ADAM, das ist die Fernüberwachung von Aufzügen. Und ja, die sendet noch über GSM. Und was uns dann an LoRa begeistert hat, als LoRa so langsam aufkam, als die ersten Chips am Markt erhältlich wurden, ist, dass man einen sehr geringen Energieverbrauch hat. Das heißt, LoRa ist auch für Anlagen attraktiv, die keine eigene Stromversorgung mitbringen. Und daneben, dass man eben keinen
klassisches Vendor-Look-in hat, was man eben bei vielen SIM-Karten hat. Das heißt, ich wähle einmal den Operator aus und dann bin ich eigentlich stuck. Und bei LoRa hat man eben die Möglichkeit, sein eigenes Netz aufzubauen oder gegebenenfalls auch ein Netz von einem Anbieter mitzunutzen, aber dann eben noch relativ flexibel, eben über eine Ummeldung der Devices, ja, den Operator zu wechseln. Und das gibt einem ganz neue Möglichkeiten, wenn man schnell sein will, wenn man, genau, und eben auch wirklich so unterwegs sein will, dass man eben, ja, zu den optimalen Bedingungen für sich die Daten übertragen kann. Okay, aber ihr nehmt das jetzt nur für die Übertragung an den, ja, sage ich mal, stehenden Objekten. Also da gibt es jetzt keine Kommunikation zu den Zügen im Bahnhof über diese Technologie. Also es geht wirklich nur rein um die, ja, wie soll ich sagen, die ganze Facility Management sozusagen. Also alles, was dort irgendwo steht und anzeigt. Es gibt auch von anderen Geschäftsfeldern bei uns Piloten, wo man versucht hat, LoRa in Zügen anzuwenden. Ich meine, man hat auch getestet, LoRa-Warn-Gateways in Zügen zu installieren. Das hat auch bei hohen Geschwindigkeiten noch gut mit der Datenübertragung funktioniert. Und da hatte man, glaube ich, mal geguckt, wie weit man irgendwelche Wasserstände in den sanitären Anlagen, in den Tanks etc. überwachen kann. Also diese Projekte gibt es durchaus, aber da ich ja bei den Personenbahnhöfen bin, bin ich jetzt persönlich da nicht so wirklich involviert. Okay, ich meinte nur, eure Gateways benutzen auch nur die Anlagen, die dort stehen. Also es ist kein Zug verbindet sich mit dem, was ihr aufgebaut habt. Jetzt in der ersten Phase nicht, aber das wäre durchaus eben eine Überlegung, dass man später mal gucken könnte. Ja, also muss man mal schauen, aber jetzt eben nicht in der ersten Phase, nein. Okay, na gut, also dann lass uns zu dem Thema eben dieser ganzen Sachen, die dort vernetzt sind, rübergehen. Also was habt ihr denn alles ans Netz gebracht oder zumindest ins LoRaNetz? Genau, also das allererste, womit wir eben jetzt dabei sind, wirklich zu skalieren, in größeren Rollout zu gehen, sind die Bahnhofsuhren. Und bei den Bahnhofsuhren ist es eben so, dass wir eigentlich schon vor längerer Zeit, vor fast ja, 1,5, 2 Jahren, ersten Prototypen der Uhr auf einem Hackathon entwickelt hatten. Und genau, und dann eben ein Startup kennengelernt haben, mit dem wir weiter zusammengearbeitet haben. Und im Rahmen von verschiedenen parallelen Bewegungen, Streams, wurden dann eigentlich verschiedene Fernüberwachungslösungen entwickelt. Zum einen eben genau von diversen Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und dann noch von unserem internen Partner der DB Kommunikationstechnik. Und ja, was können diese fernüberwachten Bahnhofsuhren? Was machen die? Also zum einen wird überwacht, ob die Zeiger korrekt gehen. Zum anderen prüfen wir, ob Wasser, zum Beispiel Regenwasser in die Uhr eingedrungen ist, Feuchtigkeit, ob die Stromversorgung korrekt funktioniert, wie sieht es mit der Beleuchtung aus, ist die gegebenenfalls ausgefallen. Und der Vorteil ist eben, dass es eben nicht so wie vor der Fernüberwachungslösung ist. Die Uhren sind irgendwann mal in der Fläche verhängen defekt. Wir haben 12.000 Uhren, die hängen natürlich zum Teil auch an relativ kleinen Bahnhöfen, wo wir nicht konstant Personal haben. Und dann war es eben früher der Kunde gewesen, der gemeldet hat, oh, jetzt ist die Uhr defekt. Und über LoRa wollen wir erzielen, dass die Uhr sich quasi selbst meldet, über LoRa Funk, ich bin defekt, das ist defekt. Und ja, bitte schick jemanden hin, der mich repariert. Und ja, da stecken natürlich dann auch jede Menge Geschäftsprozesse dahinter, die eben noch dabei sind zu entstehen. Das ist ja alles noch, ich sag mal, auf dem Weg zur Serienreife. Und die Idee ist natürlich, dass ich die Uhren habe mit der Sensorik drin. Die Sensorik merkt, was defekt ist. Die Meldung wird über LoRaFunk ans Gateway übertragen und dann ans Backend der ganzen LoRa-Lösung. Und letztendlich sieht man auf unserer IoT-Plattform, da liegt der Fehler vor und dieser Fehler geht direkt ins SAP und ja, daraus wird dann eben automatisiert eine Instandhaltungsmeldung ausgelöst und der Techniker weiß sofort, was ist defekt, welche Ersatzteile braucht er und wo exakt muss er hin. Und diese Anbindung ins SAP, die haben wir jetzt prototypisch umgesetzt und hoffen natürlich mit der gesamten Lösung relativ schnell skalieren zu können.
Und ja, ein weiterer Vorteil ist eben auch, dass wir eben aufgrund dieser automatisierten Fehlererfassung recht schnell dann sehen werden, was sind denn überhaupt die klassischen Fehler in den Uhren? Wo gibt es üblicherweise Probleme? Das heißt, man kann da eben auch noch mit den Uhrenherstellern zusammenarbeiten, gucken, okay, was ist kritisch, wo ist da Optimierungsbedarf? Also es gibt uns eine ganz neue Transparenz, unsere Uhren fern zu überwachen. Wie überwacht ihr also nur diese ganzen Meldungen? Also wenn die Uhr jetzt irgendwas festgestellt hat, oder schicken die euch permanent Diagnosedaten, dass ihr wisst dann, okay, ich sehe, dass hier die Luftfeuchtigkeit ist langsam angestiegen über eine Zeit und dann ist die Uhr ausgefallen, also haben wir da irgendwie ein Problem. Also könnt ihr wirklich so, ja, Live-Daten mitschneiden? Ja, also das kommt eben, Fehlermeldungen werden von der Uhr sehr schnell, nachdem der Fehler aufgetreten ist, verschickt. Und ansonsten schickt die Uhr eben noch in regelmäßigen Abständen mehrfach am Tag eine Art Heartbeat. Das heißt, sie übermittelt ihren Status. Aber eben, da LoRa ja bezüglich des Duty Cycles, bezüglich der Anzahl an Sekunden, die ein Device senden kann, ziemlich limitiert ist, schicken wir natürlich nicht konstant Daten. Würde man ständig Daten übermitteln wollen, dann wäre LoRa nicht die richtige Übertragungstechnologie. Also da Okay. geht es mehr darum, wenn ein Ereignis vorliegt, eine Störung, die gemeldet werden soll, dann schnell zu reagieren und daneben eine Art Heartbeat zu schicken, um regelmäßig zu erfahren, wie geht es der Uhr. Aber dieser Heartbeat, der kommt dann eben nur, ja, in, ich sag mal, stundenweisen Abständen. Okay. Ja gut, damit wisst ihr auch, dass das Gerät vermutlich überhaupt noch funkt, dass es noch da ist und Eben, ja. dass es live sozusagen da am Netz hängt. Okay. Aber das ist jetzt alles Senderichtung von der Uhr, also die Diagnose. Wenn ich über digitale Uhrenanbindungen denke, dachte ich erstmal, ihr synchronisiert auch die Zeit darüber, oder ist es dann nicht vorgesehen? Das ist auch vorgesehen. Da befinden wir uns auch gerade im Entwicklungsstadium. Da sind wir auch, also es gibt eben prototypische Umsetzungen, gibt es bereits. Damit haben wir gezeigt, das geht grundsätzlich, das ist belegt. Und aktuell arbeiten wir sehr eng mit einem Uhrenhersteller zusammen, um dies zur Serienreife zu bringen. Und ja, und damit eben möglicherweise eines der ersten oder das allererste Unternehmen zu werden, was die Zeitsynchronisierung über LoRa macht. Okay. Da sind wir auf dem Weg hin und da würden wir uns eben auch einen ökonomischen und einen Qualitätsvorteil von versprechen. Da, jetzt ist es ja so, dass zum einen Uhren häufig über ein DCF-Signal ihr Zeitsignal empfangen. Und da haben wir zum einen das Problem, dass diese DCF-Empfänger teilweise abgerissen werden im Sinne von Vandalismus. Und weiterhin ist es eben doch gerade bei Bahnhöfen, die eben, ich sag mal, eine Überdachung haben, die eben nicht aus funktechnischen Gründen so optimal ist. Und dass dann diese DCF-Signale gar nicht durchdringen können. Das heißt, man hat Probleme mit dem Empfang. Oder man hat anstelle dessen sich für ein Uhrenliniensystem entschieden. Das heißt, man hat eine Hauptuhr, die über eine Verkabelung Zeitsignale an ihre Nebenuhren verteilt. Aber dieses Verfahren, diese Uhrenliniensysteme haben den Nachteil, dass es relativ teuer ist, die zu betreiben. Ja. Aber ist es denn bereits schon da? Also ist es dann sozusagen ein Upgrade oder habt ihr die meisten Uhren noch wirklich mit DCF? Also aktuell sind die meisten Uhren noch mit DCF und beziehungsweise über ein Uhrenliniensystem. Und es gibt eben erste prototypische Umsetzungen der Zeitsynchronisierung über LoRaWAN. Aber da sind wir aktuell noch im Prozess, ein serienreifes Produkt zu entwickeln. Okay. Ja, klingt interessant, also, weil das hätte ich mir gedacht, man macht sozusagen die Uhr komplett autonom, dass sie dann nur die Spannung bekommt und alles andere geht halt über LoRa in alle Richtungen. Genau, also wie gesagt, das Zeitsignal, also die Idee wäre dann eben, dass sowohl die Fernüberwachung, die Zeitsynchronisierung nur noch über LoRa erfolgen. Okay. Das ist der Zielzustand quasi. Und wir reden jetzt wirklich über die Uhren mit so Uhrenanzeigen, aber jetzt die ganzen Tafeln, die dann irgendwie die Richtungen anzeigen und wann die Züge kommen, plant ihr denn die Dinger auch alle zu überwachen oder haben die schon alle eine Anbindung? Weil ihr Nein, wir reden wirklich nur über die klassischen Bahnen. Uhren, die auch so eine Art, ich sag mal, ja, zum Bahnhof dazugehören, die auch so ein Symbolbild des Bahnhofs sind. Davon haben wir 12.000 Stück in Deutschland
Und diese möchten wir eben nach und nach immer mehr mit LoRa überwachen und synchronisieren. Okay, aber dann wäre Tier ja praktisch der größte LoRaWAN-Betreiber in Deutschland. Also, oder wo man sich. Genau, also das wird definitiv nicht von heute auf morgen passieren, aber es bestehen eben Bestrebungen, immer mehr Uhren eben, sobald man, also später dann eben mit LoRa-Technologie auszustatten. Okay, ja, hört sich cool an. Aber da habt ihr, sage ich mal, dann die Infrastruktur sozusagen mit LoRa an einem Bahnhof. Was könnt ihr denn sonst so alles anschließen, um das zu überwachen? Weil ich meine, das skaliert ja dann ganz gut innerhalb eines Bahnhofs. Ihr habt hier schon euer Netz. Genau, also die Idee ist dann definitiv eben nicht nur die Uhren damit zu überwachen, sondern das ist eigentlich so der erste Use Case, mit dem man in die Fläche gehen wird, sondern da auch noch zum einen diverse weitere Anlagen, also technische Anlagen mit zu überwachen und daneben eben auch Prozesse zu unterstützen im Sinne von Reinigung, Service etc. Und was da eben auch ganz spannend ist, was wir uns für nächsten Winter vorgenommen haben, ist der, was sich bei uns der Winterdienst nennt. Das heißt, über Sensorik zu ermitteln, ist es erforderlich, dass ein Bahnhof, dass dort eine Schneeräumung und eine Streuung gegen Eis stattfindet. Oder ja, ist der Zustand so, dass das gar nicht erforderlich ist? Und wie macht man das? Anhand der, ja gut, die Temperatur und Feuchtigkeit, also gibt es dafür denn, also sehen wir diese Sensoren später am Bahnhof, die dann irgendwas ist, erkennen, oder ist das alles eher? Wir haben vor, mit einem holländischen Startup zusammen zu arbeiten, die eine Lösung entwickelt haben, genau für diesen Anwendungsfall. Also der ist in Holland in diesem Winter pilotiert worden, zum einen auf Straßen und zum anderen auch an Bahnsteigen. Und die Lösung lässt sich zum einen sehr gut in Asphalt integrieren. Also die wird wirklich in, ich sag mal, Pflastersteine oder in den Asphalt vollstens eingebaut und besteht im Wesentlichen aus einem Temperatursensor, der direkt auf dem Grund, auf der Straße die Temperatur misst und daneben misst man eben noch die Niederschlagsmenge. Und ja, das, die Idee ist, dass man eben dadurch identifizieren kann, liegt Eis vor, liegt Schnee vor oder ist alles okay. Und was die noch Spannendes machen, man hat ja eben gerade eben bei solchen Anwendungen, wo man was in Asphalt eingießt oder in Pflasterstein integriert, das Thema, dass man nicht ständig irgendwelche Batterien austauschen möchte, dass man da nicht ständig ran möchte. Und die haben ein spezielles Energy Harvesting Verfahren entwickelt, wo sie aus dem Mobilfunk und aus dem WLAN Energie gewinnen. Und aus dem Grunde würden eben, also decken die Batterien quasi, die mit in der Lösung verbaut sind, nur die Baseload ab und die Peaks werden eben über Energy Harvesting aus dem Backscatter abgedeckt. Und insofern sind die Batterien wohl, reichen die eben angeblich für 12 Jahre. Und das möchten wir auch erproben. Also das ist dann sehr spannend für uns. Und wir wären die allerersten, die die Daten mit LoRa übermitteln würden. Die beiden Piloten in Holland, die haben die Daten mit Narrowband IoT übermittelt. Genau, und da freuen wir uns dann schon auf den nächsten Winter und ja, sind dann gespannt, ob das eine Lösung ist, die eben zuverlässig genug ist, dass man die eben auch sich in einem größeren Einsatz vorstellen könnte. Ja, hört sich spannend an. Also wäre auf jeden Fall interessant. Gut, also als ja, Gast oder sage ich mal Benutzer der Deutschen Bahn wird man davon nur indirekt was sehen. Also man wird jetzt sehen, dass, sage ich mal, alles irgendwie geräumt ist oder der Winterdienst tatsächlich da funktioniert. Aber ob das jetzt auf eine digitale Art schneller und zuverlässiger geworden ist, weiß ich nicht. Erhofft man da direkt mehr Zufriedenheit? Ja, also ich denke, dem Kunden ist es im Endeffekt egal, wie das passiert. Einige finden es vielleicht toll, dass wir eben, ich sag mal, mit dem Fortschritt mitgehen. Aber im Endeffekt werden diese Sensoren relativ diskret sein. Also wenn man die sucht, wird man sie natürlich sehen, aber ansonsten wird es jetzt nichts sein, ja, worüber man stolpert, um es mal so zu sagen. Okay. Da hat, glaube ich, sogar der Alexander letztes Mal gesagt, hier die Mülltonnen bei euch, dass die dann auch vernetzt werden, dass man dann auch irgendwie mitbekommt, dass die voll sind. Ist das dann auch ein Projekt?
Dazu gab es Prototypen, Piloten, auch bei uns am Berliner Hauptbahnhof, wo Mülleimer vernetzt wurden. Die haben dann Daten, soweit ich weiß, sowohl mit Narrowband-IoT als auch mit LoRaWAN übertragen. Das Projekt war aus dem Bereich von Alexander. Ganz tolle Sache, aber ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht, was der aktuelle Status ist, ob man da einen größeren Rollout geben will oder nicht. Und was ja immer eine der größten Herausforderungen dahinter ist, wieso das alles nicht so schnell geht, das merken wir ja auch bei unseren Uhren, dass man braucht eben nicht nur die Sensorik, sondern die Frage ist denn, danach hast du ganz viele Daten. Was machst du dann mit den Daten? Wie wertest du die aus? Und wo kommen die Geschäftsprozesse dahinter her? Es ist ja eine ganz andere Art zu arbeiten, wenn man eben in Echtzeit ständig diese Daten erhält, als es zuvor oder auch jetzt noch der Fall ist, wo man eben plant und relativ fixe Dienstpläne hat. Aber wenn denn dieses Reaktive, das erfordert eben viele Veränderungen im Unternehmen, in den Geschäftsprozessen, und auch im Mindset der Mitarbeiter. Das ist eigentlich nichts, was so von heute auf morgen geht. Ja, das stimmt. Ja, das sind natürlich die Veränderungen. Aber wie geht man, also du sagst ja viele Daten, aber das heißt, eskaliert ja bei euch alles. Also wenn ihr irgendwas einbaut, dann sind das ja viele Bahnhöfe und das muss alles skalieren. Setzt ihr dann, wie Alexander es auch erzählt hat, dann auf das Backend sozusagen mit Eclipse IoT, dass dann alles sozusagen in eine zentrale Stelle geht und jemand wertet das aus oder wird das lokal, also am Bahnhof stehen und irgendjemand bekommt direkt diese Nachrichten mit? Oder kann man wirklich davon ausgehen, dass irgendwo in Deutschland zusammenlaufen werden die ganzen Daten von jeder einzelnen Uhr? Also die Intelligenz im Backend wird auf jeden Fall erstmal zusammenlaufen, auch in der IoT-Plattform. Ob das jetzt Eclipse wird oder eine andere Plattform, also da gibt es aktuell, haben wir eine IT, also haben wir zum einen bereits IoT-Plattformen für verschiedene Devices, die noch nicht integriert sind. Und jetzt sind wir gerade auf dem Prozess, die zu integrieren und dafür und für uns die optimale Lösung zu identifizieren, wo es ja, ich sag mal, gut möglich ist, dass wir da auch auf Eclipse Komponenten zurückgreifen werden, da wir grundsätzlich auch eine gewisse Begeisterung für Open Source haben, um das mal so zu sagen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man da eine IoT-Plattform hat, um zum einen eben den gesamten Device-Lebenszyklus zu managen. Also das heißt, überhaupt dieses Gerätemanagement machen zu können, damit ich eben Massenanmeldungen meiner Devices machen kann, damit ich diese Devices konfigurieren kann, damit ich Firmware-Updates machen kann und eben irgendwann auch den Lebenszyklus eines Devices wieder beenden kann. Also dafür ist eine IoT-Plattform absolut entscheidend. Da gebe ich den Alexander Schmidt absolut recht. Und daneben eben, also nach der Daten, ist ja die Frage, wie bindet man diese Plattform an die existierenden betrieblichen Anwendungen an, sei es nun SAP oder irgendwas anderes. Und in dieser Form werden denn sicherlich auch diese Daten oder sind diese Daten denn auch wieder an die existierenden Meldesysteme, mit denen lokal gearbeitet wird, zu verteilen. Okay, und du hast ja das Wort Firmware-Update genannt. Wie geht ihr damit um? Also ist es dann auch vorgesehen, die Geräte abzudaten? Oder wir haben das Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in diesem Podcast, was jetzt LoRa angeht und halt eben Firmware-Updates. Von daher bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das praktisch in so einer Masse umzusetzen ist. Also wenn ihr dann, von wie vielen Uhren an einem Bahnhof reden wir denn überhaupt? In Deutschland haben wir insgesamt 12.000 Uhren und ja, ich sage jetzt mal in größeren Bahnhöfen natürlich deutlich mehr als an kleineren. Okay. Aber da kommt schon einiges zusammen und gerade bei den kleinen Bahnhöfen hast du vollkommen recht. Wenn man da mal ein Firmware-Update machen muss, sei es nun, weil sich irgendeine Funktionalität geändert hat oder sei es eben auch aus Sicherheitsaspekten, da ist es natürlich sehr unschön, wenn man in jeden einzelnen Bahnhof anfahren muss. Darum ist es für uns, beobachten wir wirklich gerade ganz gespannt die Entwicklungen bei den Firmware über the Air, Footer-Updates über LoRaWAN auf der The Things Network Konferenz in Amsterdam, wo wir auch unsere Uhren vorgestellt haben. Da gab es erste Informationen zu diesen Footer-Updates. Da gab es auch einen Workshop, wo man sich selbst bereits, ich sag mal, an den Footer-Updates ausprobieren könnte. Und wir werden bei der The Things
wenn The Things Stack, der übrigens auch Open Source ist, wenn der in die Version 3 geht, werden wir da als Deutsche Bahn noch einer der ersten Beta-Tester sein und da auf jeden Fall auch das Firmware-WR-Update-Feature ganz ausführlich testen und prüfen, wie wir das bestmöglich für unsere Uhren verwenden können. Okay. Ja, weil ich meine, das ist ein wichtiges Thema, was man nicht vergessen darf. Wenn ihr dann, ja, keine Ahnung, 12.000 Geräte im Feld habt und dann muss jeder die Dinger irgendwie rausnehmen, updaten an seinen Laptop, das wird dann ganz schön teuer. Nee, das Und ist extrem entscheidend. Unternehmen, was für uns auch wichtig ist. Also wir werden sämtliche unsere IoT-Devices über OTAA, das heißt Over the Air anmelden. Und eben damit auch, sollten wir mal den Operator wechseln wollen, wird man da eben auch flexibel sein. Einfach dieses Switchen von Devices, von verschiedenen Plattformen, dass man das Over the Air machen kann und nicht immer anfahren muss. Also, okay. dass diese Flexibilität bleibt, das für uns auch absolut entscheidend. Und wenn man mal ehrlich ist, gerade dieses ganze IoT-Umfeld ist so schnelllebig, auch wenn ich wirklich begeistert bin von LoRaWAN, trotzdem. Es ist eben eine Übertragungstechnologie und ja, wer weiß, was sich entwickelt. Also das ist aus meiner Sicht absolut entscheidend, dass eben Produkte so modular gebaut sind, dass man eben vielleicht die Kommunikationseinheit oder irgendeinen Sensor, wenn man die mal austauschen möchte, dass man die eben wirklich einzeln austauschen kann und nicht gleich das Ganze ersetzen muss. Ah, und ist es denn bei euch auch so, dass ihr dann theoretisch auch, wenn ihr sagt, okay, LoRa ist jetzt doch nicht so und wir nehmen dann irgendwas ganz Neues, dann wäre es möglich, die Sachen auch auszutauschen? Also ich hoffe natürlich, dass sich LoRa halten wird, aber grundsätzlich, zum Beispiel gibt es ja auch Anlagen oder irgendwelche sicherheitskritischen Anwendungen, wo dann Narrowband-IoT, weil man eben überhaupt keine Latenzen ertragen kann oder eben weil man nicht vermissen, also weil man nicht hinnehmen kann, dass irgendeine Nachricht mal verloren geht. Also dann ist Narrowband-IoT auch spannend. Aus meiner Sicht hängt es immer vom Use Case ab, was ist die richtige Übertragungstechnologie. Und ich denke eben, in der Hinsicht sind wir heute noch nicht am Ende, sondern da werden noch diverse Technologien in den kommenden Jahren hinzukommen. Und dann bleibt die spannende Frage, was setzt sich durch? Stimmt. Na gut, bei LoRa finde ich halt interessant, dass anders als bei ja, anderen Standards das Ganze wirklich sehr stark durch eine Community getrieben wird. Und dass es halt eben durch Gateways, die irgendwo aufgestellt werden und so weiter, sage ich mal, kann sein, dass das schon ganz gut lebt. Also so wie das Freifunknetz sich verbreitet hat, dass man dann halt doch städteübergreifend auch so ein LoRa-Netz hat. Und da wäre die Frage natürlich, ob dann die Deutsche Bahn oder Bahn IT da mitspielt und sagt, okay, wir sind dann einer der Anbieter für eben so ein offenes Netz. Also spielt ihr denn da auch mit? Also seid ihr auch ein Gateway für die Community? Ja, das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich ist es ja uns super wichtig, die Communities zu unterstützen. Darum haben wir auch unser Gateway oben auf dem Dach bei The Things Network. Und also wir decken damit wirklich quasi große Teile von Berlin ab. In Einzelfällen kommen wir bis nach Brandenburg an der Havel, was der absolute Wahnsinn ist. Und ja, unterstützen regelmäßig die TTN-Meetings in der Technologiestiftung Berlin, haben das sogenannte TTN-Mapping-Taxi umgesetzt, was die ganze Zeit in Berlin eben mappt. Und was jetzt die Frage betrifft, ob unsere Bahngateways offen für alle sein werden, aus meiner Sicht hängt es stark davon ab, wie das Peering, das wurde ja auch auf der TTN-Konferenz vorgestellt, also welche Möglichkeiten habe ich, ein Gateway, ich sag mal partiell im Privaten, partiell für die Community zu betreiben. Also da fehlen uns, glaube ich, einfach noch Informationen. Wie wird das funktionieren? Zum einen kann man da eben genaue Anteile von Duty Cycle für den eigenen Gebrauch definieren oder geht das nicht? Gibt es da irgendwelche Sicherheitsbedenken dahinter? Da fehlt aus meiner Sicht so viel noch technologisch, um das jetzt definitiv entscheiden zu können. Aber würde uns sicherlich freuen, wenn da von der Technologieseite Lösungen kommen werden, wo man eben ohne den Betrieb einschränken zu können, auch für die Community Gateways, also Anteile an den Gateways zur Verfügung stellen könnte. Da sind wir schon gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da kommen so
können so Produkte entstehen wie Überwachung meines Rollkoffers mit LoRa. Dann weiß ich, wo er am Bahnhof steht, oder der meldet sich dann über LoRa die ganze Zeit. Also da kann man bestimmt einige Use Cases finden, wo man mit sehr wenig Energie Verbrauch, sage ich mal, da am Bahnhof doch auch für die Gäste dann irgendwas bereitstellen kann, was für die nützlich ist. Kann bestimmt schon einiges Ich werden. denke, da wird sich noch einiges tun, aber es hängt eben auch von den, ich sage mal, von den LoRa-Backend-Anbietern an, wie sich eben und auch daneben natürlich auch von der LoRa Alliance, wie sich der Standard weiterentwickeln wird. Ob man dann sagen kann, ja, ich nehme das gleiche Gateway für die Community und für meinen Betrieb, oder ob wir als Deutsche Bahn dann eher sagen würden, nein, das ist zu riskant, wir hängen ein zweites Gateway für die für unsere Kunden, für unsere Gäste daneben. Das ist ja auch noch ein Ansatz. Ja, das wäre auch möglich. Ja, so wie WLAN vermutlich. Einmal für die Gäste, einmal für eben den Genau, Inseln-Betrieb. genau. Ja. Cool. Da muss man eben einfach mal schauen. Ja. Zu dem Thema natürlich, du hast ja gesagt, das habt ihr in Berlin ausgerollt. Gibt es das sonst wo zu sehen oder zu wissen? Also was ist jetzt in Deutschland bisher digitalisiert an Bahnhöfen im Sinne zumindest der Uhren? Also wo gibt es denn die LoRa-Gateways bereits? In Essen, Freiburg und Zwickau gibt es noch LoRa-Gateways an Bahnhöfen. Genau, und ansonsten in Berlin. Okay. Aber ihr plant das schon zu skalieren, oder? Genau, das wird auf jeden Fall skalieren. Und ja, also das sind jetzt die allerersten Gateways und die anderen, also der Rollout, der ist eben gerade im Prozess zu starten. Und ja, da ist eben die Idee, dass wir wirklich in den kommenden Jahren sukzessive unsere Uhren nach und nach auf LoRa umstellen und in dem Sinne eben auch eine LoRa-Infrastruktur ausrollen. Ja. Cool. Finde ich sehr spannend. Ich finde es sehr spannend, über solche hochmodernen, sage ich mal, innovativen Firmen, Themen mit einer Firma, sage ich mal, die Deutsche Bahn zu reden, wo man nicht immer dran denkt, das ist halt immer für Innovation und wir sind an der bleeding edge of technology sozusagen. Aber gerade da seid ihr jetzt unterwegs und das finde ich bemerkenswert. Also. Ja, danke. Nee, also man muss wirklich sagen, in Deutschland sind wir da meines Wissens wirklich einer der Vorreiter. In anderen Ländern sieht es natürlich nochmal anders aus. So Holland, Südkorea sind bei LoRa extrem fortschrittlich, aber komischerweise passiert da in Deutschland nicht so viel. Und auch bei anderen Übertragungstechnologien wie Narrowband-IoT, da hängt Deutschland einfach zurück. Ja, wenn man das jetzt mit LTE und dem Internetausbau in Deutschland vergleicht, sage ich mal, sind wir sowieso nicht so ganz innovativ. Aber bei solchen Sachen eben, ich meine, sowas wie LoRa, da kennen vermutlich nur echt technikaffine, also sehr technikaffine Menschen das Thema. Und wenn du so normale Menschen fragst, die wissen schon, was WLAN ist und sogar vielleicht, was Bluetooth ist. Aber LoRa kennt so gut wie keiner. Und das ist eine Technologie, die jetzt noch nie so Mainstream ist, aber dennoch wird die eingesetzt. Finde ich halt eben sehr spannend. Und ja, vom ersten Augenblick, wo ich dieses Projekt gesehen habe, so online drüber gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, finde ich total geil. Olga muss ich interviewen. Ja, danke. Nee, also in Berlin ist die Technologie aus meiner Sicht auch immer mehr im Kommen. Da trägt eben auch die TTN-Community dazu bei und in dem Zusammenhang auch die Technologiestiftung Berlin. Also da die Vernetzung zu starten und auch die Berliner Hochschulen mit einzubeziehen. Ich würde sagen, soweit ich weiß, in Berlin gibt es jetzt, glaube ich, 40 bis 50 TTN-Community Gateways und von denen hängen 5 bis 10 wirklich an, ja, sehr attraktiven Outdoor-Standorten und erzielen damit eben auch eine gute Abdeckung. Da tut sich was. Sehr schön. Ja, ich denke mal, die Zuhörer, also die Hörer können sich auch sonst die Karte anschauen. Also die TTN-Community hat immer so eine Abdeckungskarte, meine ich, wo die Gateways stehen. Kann man sich gut angucken. Und ja, zu eurem Projekt gibt es all die Informationen, die wir jetzt so über ja, Audio erzählt haben, die kann man dann auch schön nachlesen. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, die Details dazu zu sehen. Das habt ihr ja auch alles ja, ins Netz gestellt. Genau, ja. Und ansonsten, also wie eben schon gesagt, also neben den Uhren kommt jetzt eben der Winterdienst und daneben, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, versuchen wir gerade zu ermitteln, um auch die Services an den Bahnhöfen noch besser zu gestalten. Wie viele Personen befinden sich wann, an welchen Orten am Bahnhof? Und also nicht Personentracking oder ähnliches, sondern wirklich einfach nur die Summe, wie viele Leute sind wo. Und dafür haben wir einen kleinen Personenzähler entwickelt, der über LoRa funkt, den wir auch uns gut vorstellen können,
in unsere Uhren einzubauen. Eine Uhr mit diesem Personenzähler integriert, die werden wir demnächst am Hamburger Hauptbahnhof aufhängen und eine in Hamburg Dammtor. Und da diese Uhr, die macht dann so eine Art, die macht dann Wi-Fi-Sniffing und dann wissen wir eben, wie viele Geräte mit MAC-Adressen befinden sich so im 20, 30 Meter Umkreis über den Tag verteilt. Und das kann uns dann auch dabei helfen, zu erkennen, also wo ist besonders viel Service notwendig, wo muss besonders stark gereinigt werden und solche Themen. Eben Daten zu bekommen, die indizieren, zu dieser Uhrzeit sind besonders viele Leute an dem Ort. Spannend, okay. Hört sich so ein bisschen nach Überwachung an, aber mein Gott, man überwacht ja Nee, eher nee, einen nicht Bahnhof. Überwachung. Also es geht nicht darum, das ist, möchte ich nochmal betonen, es geht nicht um Überwachung. Es geht nicht darum, irgendwelche MAC-Adressen zu tracken, sondern es geht wirklich nur darum, wie viele, Anzahl. Also nicht, wie lange ist die einzelne da, nicht welche ist es, sondern eben, zum Beispiel, wenn wir sehen, ganz viele Leute sind immer eben an der einen Ecke im Bahnhof, dann wissen wir natürlich, da ist vermutlich auch mehr Müll oder da ist vielleicht Informationsbedarf und dann können wir da unser Personal hinschicken. Stimmt. Darum geht es. Also Überwachung wäre was anderes. Das wäre eben, wenn man eben wirklich die MAC-Adressen aufzeichnen würde, übermitteln würde. Aber da kann man eigentlich sagen, LoRa ist per Design nicht zum Überwachen geeignet, weil die gesamten MAC-Adressen, die könntest du ja nicht übertragen. Das wären viel zu große Datenmengen für LoRa. Sondern wir übertragen wirklich nur alle paar Minuten. Ja, jetzt waren 40 MAC-Adressen in der Nähe, dann waren 50 in der Nähe, dann 60. Rein, die aufsummierte Anzahl, sonst nichts. Okay. Also so wie, ich meine, in Berlin, ihr habt ja in den S-Bahnen, habe ich auch gesehen, diese Auslastungsanzeige, wie ausgelastet ein Zugteil ist sozusagen, könnte Genauso man. in die Richtung, bloß eben an Bahnhöfen. Okay, so Load Balancing an Bahnhöfen, wo man dann weiß, okay, da stehen ganz viele Leute vor dem Zug, in die Richtung könnte ich gehen, da ist es leerer. Dass man sowas. Ja, genau. Oder eben, also nicht so sehr, dass wir die Leute umlenken, darum geht es gar nicht, sondern eben, da sollten wir vielleicht eben mal jemanden hinschicken, der unterstützt, der informiert, jemand, der reinigt, solche Dinge eben. Okay, cool. Oder eben auch vielleicht bei Planung, wie plane ich einen Bahnhof so, dass es eben nicht zu Engpässen kommt. In diese Richtung denken wir an der Stelle. Okay, auch spannend. Ja, siehst du, und ihr habt schon die Infrastruktur dafür. Das ist ja schön, wenn man auf einen Standard setzt, was halt da schon existiert und man kann halt neue Teilnehmer reinbringen. Also eben an LoRa. Genau. Ja. Und was auch noch spannend bleibt, ist Geolocation über LoRa. Das ist ja auch noch sehr neu. Ist jetzt auch echt auf der TTN-Konferenz in Amsterdam im Januar das allererste Mal präsentiert worden. Und da bleibt es auch spannend für uns zu erproben, welche Genauigkeiten kann man damit erzielen. Also wir nehmen aktuell an, dass es vermutlich so plus minus 30 Meter am Bahnhof Genauigkeit ist. Und kann man dadurch vielleicht merken, wenn zum Beispiel Feuerlöscher abhanden kommen, dass man die sofort wieder ersetzen kann oder ähnliches, nicht? Also die Identifikation irgendwelcher Gegenstände, die sich nicht bewegen sollen, aber die auf einmal an einem anderen Ort sind. Okay, aber dafür braucht ihr dann genug Gateways vermutlich, um das einzukreisen. Also wie machen die das so quasi Triangulation. Also da Triangulation, ne? braucht man eben mindestens seine drei Gateways und vermutlich noch mehr. Und dann kombiniert man das auch noch mit anderen Informationen aus WLAN etc. Okay. Ja, das ist auch noch alles als Technologie auch erst ganz, ganz frisch verfügbar. Ja, hört sich spannend an. Habe ich drüber nie drüber nachgedacht, dass man LoRa dafür benutzen kann. Aber ja, wieso nicht, wenn man die Gateways eh hat. Das ist so wie das In-House-Tracking über WLAN sozusagen, wo man dann über mehrere WLAN-Hotspots herausfinden kann, wo ein Telefon sich befindet, zum Beispiel. Wenn man die Ganz ähnlich. Sendestärken alle misst. Genau. Ist dann so Cool. ähnlich mit LoRa. Ja. Ja, also ich denke, man sieht einfach, dass bei der Technologie, die ist noch so jung, aber es passiert so viel. Ja, wenn man das mal ausprobiert, wenn man schon rausfindet, was davon gut funktioniert, was weniger funktioniert. Und das ist ja das Spannende halt an heutiger Zeit. Bei so vielen Technologien kann man auch mal was ausprobieren. Und wie du gesagt hast, wenn du halt so mit Startups arbeitest, die einfach Ja. mal was ausprobieren, kann man halt auch als ein sehr großes Unternehmen halt mal schnell innovativ voranschreiten. Also finde ich gut. Ja, also für uns ist es wichtig, dieses Hands-on einfach mal machen, ausprobieren. Ich meine, zum Beispiel bei den Uhren haben wir es ausprobiert. Es ist ein Erfolg. Wir wollen damit in die Serie gehen.
Was anderes, was wir mit LoRa noch ausprobiert haben, ist die Beleuchtungssteuerung mit LoRa. Da waren wir nicht so hundertprozentig mit zufrieden mit. In erster Linie hat es damit zu tun, dass die am Markt erhältlichen Module dafür nicht wirklich attraktiv sind. Und zum anderen war eben auch der Business Case noch nicht so richtig transparent. Muss man mal sehen, eben wie sich da eben auch LoRa und die Hardware entwickelt, ob das zum anderen Zeitpunkt nochmal attraktiv wird. Und wie gesagt, beim Winterdienst wird man eben sehen, ob das von der Lösung her passt, ob das unseren Anforderungen entspricht oder nicht. Aber ich denke, da muss man eben einen gewissen Mut zur Innovation haben, einen gewissen Mut, was auszuprobieren und dann eben bewusst Entscheidungen zu treffen. Mache ich damit weiter? Lasse ich es komplett sein oder verschiebe ich es auf einen anderen Zeitpunkt, wenn vielleicht die Hardware auch schon ausgereifter ist? Ja, also finde ich gut, finde ich toll und ich würde mich freuen halt, wenn es da ein paar neue Projekte bei euch gibt, von denen ich dann auch berichten kann, von denen wir auch mehr erfahren können und ja, wir verfolgen das spannende Thema mit Laura weiter, auch in diesem Podcast, weil ja, ich finde es super, super Ansatz und natürlich an euch viel, viel Erfolg und ja, gut gemacht, sage ich an der Stelle. Ja, danke schön. Also ich freue mich auch mit euch in Kontakt zu bleiben und gerne werde ich dann nächsten Winter über unsere Erfahrungen über die Identifikation von Schnee und Eis und mit Lora berichten. Super. Gut, dann Genau, ansonsten, ja. wer bei unseren Projekten ja, noch auf dem Laufenden bleiben möchte, ich bin auf Twitter. Unter dem Handle Olga Willner und ja, ihr könnt mir gerne folgen. Da twittere ich regelmäßig, was bei uns gerade so mit Lora passiert. Sehr schön. Ich folge Olga schon, also werde ich es mitbekommen und wenn ich was Cooles da gesehen habe, gibt es sicherlich auch die nächste Folge von in dem Allesnetz-Podcast dazu. Gut, dann Olga, danke schön. Vielen Dank für dieses interessante Projekt, für die Informationen, die du mit uns geteilt hast und für euch natürlich oder an euch Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis zur nächsten Folge des Allesnetz-Podcasts. Dankeschön.